Sie haben in Ihrer Karriere bei unterschiedlichen Mannschaften gespielt, natürlich bei vielen großen Vereinen, wo auch viele große Namen waren. Das heißt, wo der Kader auch extrem hohe Qualität, ein extrem hoher Konkurrenzdruck vorhanden war. Aber eben auch zum Beispiel, ich sage jetzt Kaiserslautern eine Zeit lang, wo es eben schon war, dass man sagt, es war nicht immer nur um die Champions League zu spielen, sondern wirklich auch ums sportliche Überleben zu spielen. Wie würden Sie es auch nach diesen ersten 2 Monaten mit dem österreichischen Fußball ein bisschen vergleichen? Also Bayern, wenn man Salzburg jetzt hernimmt, die spielen in einer anderen Liga, aber sonst ist das ja relativ, ist das schon so, dass man sagen muss, auch bei Alltag jetzt zum Beispiel, dass man sagen muss, eben, es geht nur über diesen Kampf, über die Mannschaft und da muss man, was technisch und was könnerisch oder vom Können her vielleicht fehlt, eben durch diesen Einsatz auch wettmachen? Ja, so würde ich es vielleicht auch einschätzen. Ja, also ich meine, dieses Tempo-Dribbling, erste Kontakt, viele Ballverluste, ja, weil ungenaue Pässe, dieses Technische, mal abgesehen von den taktischen Sachen, da glaube ich schon, dass die Liga ein bisschen hinter allen anderen ist. Ja. Aber ich glaube, habe jetzt mit ein paar Trainern mich ausgetauscht nach den Spielen und auf der Pressekonferenz mich mit der einen oder anderen ausgetauscht. Und das sehen die Trainer genauso. Und ich bin hierher gekommen, weil ich die Liga sehr, sehr spannend finde. Und vor allem, wenn man die Möglichkeit bekommt, die erste Station als Trainer, finde ich es unheimlich spannend von der ganzen Struktur etc., wie das alles aufgebaut ist. Aber ich bin gern immer schon ein Mannschaftsspieler gewesen. Also es geht nicht nur um die Trainer, sondern es geht allgemein um die Bundesliga. Ja, wir haben jetzt das Wochenende gehabt, wo viele Schiedsrichterentscheidungen fraglich waren. Und ich sehe es auch bei den anderen. Und da sehe ich eine Gemeinschaft und da sehe ich auch dieses Wir-Gefühl, dass wir selbst daran arbeiten müssen. Ja, wir vorneweg, dass wir als Trainer draußen sind und nicht alles kommentieren müssen und jeden Zweikampf, sondern auch den Schiedsrichter überlassen, da die richtigen Schlüsse zu ziehen und notfalls, weil wir die Möglichkeit haben, VAR mit hineinzubeziehen. Und da glaube ich, müssen wir als Vorbilder vorne weggehen, weil da sehe ich mich absolut auf dem richtigen Weg und möchte da auch Vorbild sein, weil es geht nur um dieses Gemeinschaftliche, ja, dass wir. Ich habe jetzt Ihnen vorher gesagt, ich habe gestern 4 Spiele geschaut und wenn ich die deutsche, die englische Liga sehe, wie da gepfiffen wird, wie da zur Sache gegangen sind, immer wieder wollen wir den Ball spielen. Da ist nicht jemand böses Foul, sondern wir sollten jetzt dieses Theatralische, dieses Zeit schinden und weil man müde ist, weil man nicht so fit ist, da habe ich, glaube ich, ein bisschen ein Problem damit. Und da müssen wir Trainer gemeinsam daran arbeiten, dass wir da die Schritte nach vorne machen. Und natürlich gehören da auch die Spieler und die Schiedsrichter mit dazu. Und ich glaube, das ist für mich ein großes Thema.